sage auch, da bin ich wieder, Biggerdogs Barbecue. Leute, ich freue mich riesig, denn heute machen wir mal wieder einen Longjob. Und zwar von einem ordentlichen Beefhammer. Und zwar machen wir das heute mal wieder mit Kohle im Keramikei vom Monolith. Und im Biggerdog-Style, wo ich richtig Bock drauf habe. Also, wenn ihr auch Bock habt, bleibt einfach dran. Leute, abonnieren nicht vergessen. Finden wir mega. Ja, Leute, jetzt ist mir gerade hier die ganze Rotze erstmal runtergefallen. Ja, ihr seht da, die Butter ist ein bisschen eingedrückt. Natürlich ist das Rinder vom Glas kaputt gegangen. Das ist ein zweites. Zum Glück hat Steffi zwei gekauft. Naja, machen wir mal weiter. Und zwar mit der Schönheit hier. Einen schönen 3 Kilo Beefhammer, den wir uns heute im Longjob im Monolith machen werden. Ich denke locker 7-8 Stunden. Also schön mit Kohle mal wieder. Und am Anfang noch ein bisschen räuchern, da habe ich mir gerade noch hier hinten von meiner Feige, da habe ich so einen toten Ast, den habe ich mir gerade abgeschnitten und habe mir hier so Chunks selber gemacht. Ich glaube, ich wässere die jetzt gleich noch ein bisschen, weil die sind schon sehr trocken, also so vom Gefühl her, damit die gleich so ein bisschen Rauch abgeben können. Und ansonsten auch, ihr seht hier, wie gesagt, da ein bisschen was vom Baum abgeschnitten und ansonsten habe ich hier nicht viel stehen. Denn so ein Beefhammer ist nicht schwer zu machen. Ich habe mir auch zig Videos dazu angeguckt, zig Sachen durchgelesen. Aber irgendwie habe ich so meinen Weg, wo ich sage, boah, so gelingt das garantiert, irgendwie nicht so wirklich gefunden. Deswegen habe ich gesagt, ich mache es einfach mal Bigger Style, wie ich glaube, wie er gut wird. Und da habe ich mir gedacht, gehen wir wie folgt vor. Wir werden ihn jetzt gleich einfach nur schön einrubben. Nehmt einfach ein Gewürz eurer Wahl. Ich habe hier so ein Magic Dust Zeug, die magische Mische, wird bei der Spicebude rauskommen. Ansonsten, am Anfang werde ich nicht weitermachen. Wir werden den Grill aufheizen auf circa 120 Grad. Und dann geben wir den erstmal 3 Stunden zum Räuchern hier mit den Chunks rein. Und nach 3 Stunden holen wir den raus. Dann werde ich hier so ein bisschen Backpapier nehmen, weil Butcherpaper habe ich vergessen zu holen. Ich dachte, ich hätte mal was, aber ne, irgendwie verdorren der Hahn. Ne? Deswegen nehme ich ein bisschen Backpapier, werde drunter aber natürlich auch Alufolie legen. Dann stellen wir den schön in der Mitte und dann geben wir ordentlich Butter noch an die hier an den Hämmer dran. Und so ein bisschen Rinderfond, damit wir ein bisschen Flüssigkeit haben zum Dämpfen. Packen das alles schön ein. Und dann geht das nochmal für, ich sag jetzt mal, 4 Stunden da rein. Wir ballen einfach mal für 4 Stunden dann bei 140 Grad rein. Kerntemperatur messe ich heute mal nicht. Will ich mir, ich mache mal heute keine Kerntemperaturmessung. Wir wollen natürlich hinterher, damit es schön, damit das Fleisch schön zart ist, auf über 90 Grad kommen. Aber Leute, wenn wir den da 7 Stunden drin haben, wird er über 90 Grad haben. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Und ich hoffe einfach, dass wenn wir den dann am Ende noch eine halbe Stunde oder so, oder vielleicht sogar ein Stündchen ruhen lassen, dass das dann eine richtig geile Sache wird. Und ihr seht ja, ich habe hier echt nichts liegen. Das ist also wirklich, es ist einfach. Aber es ist halt langwierig. Und deswegen werden wir jetzt den Grill auch erstmal vorheizen, damit wir heute Abend fertig sind. Und ihr seid dabei und wir sehen uns in 3 Stunden. Ich freue mich. Leute, die 3 Stunden sind rum. Wir holen den jetzt raus, packen den aus. Ich habe jetzt hier schon mal so ein bisschen Alufolie sternförmig auf den Tisch gelegt, ein bisschen Backpapier drauf. Und ich habe am Anfang ganz vergessen zu sagen, viele wickeln ja ihren Beefhammer so noch mit Küchengarn ein. Daraufhin habe ich jetzt mal bewusst verzichtet,
weil ich auch gar nicht so wirklich weiß, was das denn bringen soll. Also will ich einfach mal sehen, was passiert, wenn ich keinen Küchengarten drumherum mache. Ja, dann schauen wir jetzt mal rein. Ne, machen es schön in Alufolie bzw. in Backpapier, die Flüssigkeit dazu. Und dann geht es für weitere 4 Stunden bei ca. 140 Grad in den Mono. Und dann bin ich hinterher aufs Ergebnis gespannt. Also lasst uns weitermachen. Ja, Leute, 4 Stunden beziehungsweise 4 3/4 Stunden sind jetzt um, denn nach 4 Stunden bei 140 Grad aus dem Mono habe ich es rausgeholt. Dann habe ich es hier in so eine Thermobox einfach gestellt. Jetzt nicht super dicht, sondern einfach nur hier so, dass es ein bisschen ruhen kann, ne? Und damit nicht die Temperatur sofort entweicht. Und ich würde sagen, jetzt packen wir das aus. Ja, und dann hoffe ich einfach, dass das Fleisch schön zart ist. Das werden wir dann sehen. Ich Trottel habe natürlich am Anfang ja gesagt, wir machen Zwiebeln rein, weil da habe ich vergessen, die Zwiebeln. Das ist einfach, wenn man sich das nicht sofort rausholt. Aber scheiß auf Zwiebeln, ich will jetzt Fleisch. Also kommt ran. Leute, wie geil, guckt euch das mal an, der fällt hier auseinander. Man spürt richtig, wie weich der ist. Und ich habe mir hier schon so 2 Burgerscheiben irgendwie angegrillt, gerade eben schnell noch. So ein bisschen Butter natürlich auch da drauf. Und dann machen wir uns gleich einen schönen Burger. Man kann jetzt natürlich auch noch so einen Krautsalat da drauf machen. Aber ich will jetzt nur Fleisch, Fleisch. Also kommt an. Ja, Leute, geiler geht's, glaube ich, nicht. Also, dass das so schmatzig wird, das hätte ich auch nie gedacht. Boah, das ist eine geile Masse. Das ist einfach nur genauso. Genauso. So, und jetzt hier nicht lange reden. Spatzel. Aber ich möchte kein Brot. Du willst kein Brot? Ja, ich will nur Fleisch. Du willst nur Fleisch. Dann nimm du nur Fleisch. Warte, ich reiß dir einfach hier so ein bisschen was raus. Danke. So, und heiß. Da wäre Brot doch gut gewesen. Ich werde hier schön mit Brot, obwohl, ne, ich will auch erst Fleisch probieren. Genau, richtig. Okay, erstmal Fleisch. Mm. Boah. Mm. Boah, scheiße, ist ja gut. So, und jetzt einmal hier mit viel Fleisch. Boah, ist das saftig. Mega geil, Leute. Mega geil. Also ich glaube, das ist die Methode. 3 Stunden 120 Grad, 4 Stunden eingepackt. Ob es jedes Mal funktioniert, ist die Frage, ne? Aber für den war super. Also hier war echt perfekt, ey. Ich glaube, das Binden drumherum, warum, brauchen wir nicht. Hätte man machen. Ja, nee, warum? Warum?
Damit es vielleicht nicht ganz so runterrutscht? Keine Ahnung. Aber das ist einfach nur Porno. Und hier jetzt noch ein bisschen, ist jetzt natürlich nur Fleisch. Fleisch ist geil, ne? Aber klar, so ein bisschen noch aufpimpen, so, wenn du jetzt so Burger-like machst, machst du einfach noch ein bisschen Krautsalat, vielleicht ein bisschen Barbecue-Soße, ganz wenig, nicht zu viel. Das Fleisch soll noch im Vordergrund sein. Aber das ist schon Porno, Leute, das ist schon richtig gut. So, ich würde sagen, wir packen das jetzt schnell weg, bringen das rein, machen uns so ein paar Apparate und dann wird reingeballert. Und wir sehen uns dann irgendwie nächste Woche wieder. Boah, was geil. Die Idee hatte übrigens aus meiner Live-Reaction, jeden Mittwoch 18 Uhr. Schaut mal rein. Bis bald. Boah, ist ja geil. Warte. Jetzt mal. Oh, warte, nee. Bewegt sich noch. Warte. Scheiße. Das ist so ein bisschen wie auf See. So, jetzt aber. Aber was hast du vergessen? Womit räucherst du denn? Ach so, ja. Stimmt. Ja. Jetzt durch, ne? Soll ich nochmal alles machen? Ist besser, ne? Sag jetzt mal. Ja, mach mal alles. Aber ich wollte ja auch nicht dazwischen quatschen. Hätt's aber gekonnt. Okay. Ich hätte mich zwar wieder aufgeregt, aber hast du recht. Also jetzt aber, jetzt machen wir Grill an. Das verstehe ich immer nicht. Dass das mit diesem scheiß Klebestreifen soll. Du reißt dir doch jedes Mal die Alufolie da kaputt. Ich habe gestern drinnen auch eine Alufolie aufgemacht. Ich habe erbrochen. Das ist doch wirklich. Ich verstehe das auch nicht mit der Alufolie hier, mit den scheiß Klebestreifen. Ja, vor allem ist es ja meistens so in die Richtung, dass du definitiv. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe ja gestern schon Stunden für gebraucht. Ja. Ich bin halt filigran, Baby. Natürlich. Natürlich. Ja, bei meiner Oma, ne? Da gab es was, das hat auch so geschossen. Keine Ahnung, was das war. Aber das war auch so geil. Was ist das? Das ist Beinscheibe, ne? Das ist, klar, im Endeffekt ist das ja. Also, da hat meine Oma früher das Bein. Und dann Beinscheibe, boah, geiler geht nicht. Das ist Endstufe, ehrlich. Geiler geht's nicht. Ne, wirklich richtig gut, ey. Ja. Ein bisschen. Pulled Beef, wie Pulled Beef. Ja. Also, nein. Ey, da fällt so auseinander. Ja. Wie geil.